reinfahren. Achso, weil das Ding ja auch leer ist. Ja, warte mal, da kann man Abhilfe schaffen. Vorstellen, dass das jetzt hier für Chaos sorgt, wenn ich hier noch ein zweites anflansche, aber dann werden vielleicht hier die obere gegen oben. Warum geht das nicht? Dann machen wir einfach, dass es geht. Muss man das verstehen? Okay. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber naja, gut. Die warten hier auch teilweise auf Bretter. Nämlich müsste man auch die Bretter. Ach so, Moment. Ich muss jetzt natürlich noch das hier umlenken. Geht das vielleicht so dann? Na gut, egal, bleibt so. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber dadurch haben wir wenigstens ein bisschen höhere Lagerkapazität und die Züge, die können ja schneller abgefertigt werden. So, weshalb stehen die jetzt hier schon wieder? Weil er speichern will, weil die hier warten auf. Achso, der will noch eine Platte entladen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht hier. Die Eisenbahn auch im Moment gar nicht. Das heißt, schmeißt mit dem ins Depot und hier die Platten, die brauchen wir dann für das. Das heißt, da musst du weiterfahren. Aber jetzt müssen sie erstmal hier das Zeug entladen. Was war denn die nächste Forschung? Gut, hier braucht man die Dinge. Die gibt es ja, glaube ich, auch nicht, ne? Da unten wären welche. Achso, die bauen für das hier auch noch. Oh. Das heißt, ich müsste eine Hälfte abzweigen. Dann könnte ich. Ah, ich würde eigentlich jetzt nicht nochmal ein zweites Forschungsding hier machen. Aber wenn es. Ah, hier könnte man gerade so schön zwei Sachen mit einmal schlagen. Ja, komm, ich mach das jetzt. Ich einfach hier so ein paar Röhren abzweigen. Ja, das wird natürlich in Staffel 2 alles ein bisschen hoffentlich durchdachter werden. So. Jetzt können wir nämlich an beiden Sachen arbeiten hier. Elektromotor und. Beziehungsweise geht es dann hier schon mal weiter, dass der Zug ja wenigstens auch mal leer wird. Genau so. Der ist schon Takt 4 und hier unten, hier muss dann erst noch einmal dazukommen. Der Barrenzug ja schon wieder an. Ja, bringt kein Geld ein, das ist schön. Interessiert mich aber nicht.
Den Warmzug hier lang fand die Bäume doch aber im Moment gar nicht. Wir können also irgendwelche LKWs hier in der Nähe noch verteilen. Nee, das sieht schlecht aus. Das geht natürlich wieder nicht hier. Wenn man das ein... Hä, hey, jetzt noch aber einen Moment. Oh! Falsch gebaut. Eieiei. So, jetzt müsste es ja aber gleich ordentlich hier krachen. Bei der Forschung und ja alles mal einmal wegziehen. Genau. Elektromotor geht und Elektrogeräteproduktion. Die schmeißen da jetzt ordentlich die Prügel raus, wie ihr seht. So, was mache ich mit diesen Eisenbarren hier und die hier noch rumliegen? Kann man die irgendwo hinfahren vielleicht? Hier will niemand Eisenbarren. Vielleicht irgendeine Ortschaft? Nee, gar nicht. Okay, dann schmeißen wir den Zug erstmal wieder ins Depot, bis wir das hier irgendwann mal brauchen. Wie gesagt, in der nächsten Staffel muss das, glaube ich, alles ein bisschen durchdachter gemacht werden mit diesen ganzen Stationen. Oh, was ist jetzt hier leer? Die Rohre? Oh, ja, da komme ich wieder neuer an. Sehr gut. Sehr gut. Hier unten hatte ich noch eine Forschung. Der fährt ja bloß Kohle hin und her. Ja, die sind jetzt eigentlich alle am Forschen. Das heißt, das brauchen wir jetzt im Moment überhaupt nicht. Aber hier gäbe es noch Eisenbarren. Kann ich irgendwo hinfahren? Ah, da müsste ich wieder hier rumbauen. Oder den hier lang... nee, das ist auch blöd. Das ist wieder Stau. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich... in der nächsten Staffel das ein bisschen, wirklich die Bahnhöfe ein bisschen großzügiger planen. Und ja, Elektromotor ist jetzt das Problem, dass wir gar nichts elektrifiziert haben bisher, glaube ich, oder? Es gibt zwar Elektro, aber wir können noch nichts machen. Na gut, wir warten vielleicht erstmal ab, bis, bis die anderen Elektromotoren fertig sind. Dann dürfte es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Genau, ja. Was das Spiel auch noch gut brauchen könnte, wäre eine Karte. So, hier steht erstmal der Stein an. Das heißt doch aber, dass man vielleicht die dort rüber leiten könnte. Das geht auch wieder nicht. Warum geht denn das eigentlich immer nie? Dass der Stein-LKW hier ein bisschen schneller beladen wird, weil sonst hier wird sonst eh jetzt im Moment nichts groß gebraucht, da kann es auch alles hier reinlaufen. Dann geht das dort ein bisschen schneller. Würde ich mal sagen, genau. Kann ich nicht auch noch so einen zweiten Dings-Stahlbarrenzug? Welzheim hat den Status Großstadt erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Atlandsberg, wie klein die Stadt früher war. Und auch Hohenmölsen, ganz schön gewachsen. Hier unten gibt es noch mehr. Da kann ich eigentlich auch noch einen zweiten Zug fahren lassen. Dann geht es ein bisschen schneller hier. Ich muss natürlich hier rauslassen. Wieder Fahrzeug zum Kopieren habe ich doch. So, der liefert hier ab. Das Eisen. Der bringt Kohle. So, was war jetzt hier oben? Bringt kein Geld ein. Ach komm, ist halt so.
Kohle 308, was geht denn ja wahrscheinlich so demnächst? 144, Holz 125, Kohle 142, na, da bin ich mal gespannt, wie das dann wird, wenn das hier alles leer wird, da müssen wir ja wirklich dann umbauen. Ach, hier wären, Waldkappel hätte Interesse an... Kupferbarren, aber ich glaube, dann würde ich die auch nur so hin und her fahren. Aber eigentlich könnte man die zwei Züge, die hier sind, die könnten hier vielleicht runterfahren. Und wo haben die denn das eigentlich hergeholt? Und müssen Nordost von hier. Richtig viel wird es ja auch nicht produziert. Das meiste geht ja, oh Gott, 2,2 und dann hier. Viel geht natürlich hier in die Stahlbarrenproduktion. Was hat ein Waldkappel anzubieten eigentlich? Sand. Das brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt. Eisenerz, schwerer Elektromotor ist schon gleich fertig. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und unten die haben das Kupfererz. Ich habe so einen Bahnhof, wo ja viele Züge hinfahren, das müsste man wirklich irgendwie als Durchgangsstation machen oder im Vorort irgendwie, dass das dann mit dem LKW umgetüdelt wird. Also wie gesagt, ich habe da schon ein paar Ideen, wie man das Ganze ein bisschen sinnvoller anordnen kann. Und wie gesagt, ich habe ja so gesagt, bei Roundabout Folge 100 wird dann diese Staffel erstmal beendet und es wird eine neue Folge. Eisenerz. Kann man da nicht irgendwie noch Profit machen, wenn man das hier in irgendeiner Stadt hier in die Nähe, die wollen irgendwelche Holzbretter mit Kreuz drauf, ich glaube,